So, hier rechts ist übrigens das IKEA. Das einzige Wunderbare hier in Spandau. Gar nicht. Hör auf zu spinnen. Wir haben noch ein Bauhaus. Ja, und noch scheiße. Einen Mediamarkt. Und es war... Oder? Ja doch, das war... Ja, reicht ja auch. Reicht ja auch? Nee, eigentlich. Du übertreibst gleich wieder. Wie bitte? Du übertreibst gleich wieder. Ja. Schwanzverlängerung. Schwanzverlängerung? Naja, für andere Leute jetzt. Also ich brauche ja keine. Mir reicht, was ich habe. Was lachst du da so? Finde ich gut, dass du dich rechtfertigst. So, kleiner Bus. Mach dich mal vom Angeln. Mach dich weg. Hier, fahr mal rechts. Ach nee, scheiße. Fahr mal rechts, dann kommen wir zum TÜV. Nee. Und hier auf der linken Seite haben wir übrigens, da kommt nämlich noch eine Brücke. Da wollte ich eigentlich die Fotos schießen, was wir besprochen hatten. Hier? Wenn du jetzt hier links reinfährst, da kommt noch eine Brücke. Ja, aber die ist ja nicht schön. Naja, ist halt so eine alte Brücke, wa? Ja, aber die ist nicht schön. Schön ist anders, ist ja, hast du schon recht. Meine Güte, Taxi, Alter. Schön ist wirklich anders. 100%. Jedenfalls, da sitzt die Werkstatt von meinem, nicht von meinem Vater, sondern von dem Kumpel von meinem Vater, die mir meine Karre hier versaut haben. Wo ich dachte, ich spare ein bisschen Geld, weil ohne Rechnung und Freunde und so ein Blablabla. Ach, ja. Und dies und das, aber denkst du. Letztendlich habe ich genauso viel bezahlt wie in jeder anderen Werkstatt auch. Was lernen wir daraus? Lass nie was von Freunden machen, wenn es um Geld geht. Oder klär vorher, was es kosten soll. Ja, na, das konnten sie ja nicht sagen, wegen Ventil einstellen und bla bla bla. Ja gut, aber so ein Kostenvoranschlag ist ja jetzt nicht so die Welt. Nee, aber da es ja ohne Rechnung war, kann ich ja schlecht sagen, hier mach mal einen Kostenvoranschlag. Doch, hättest du trotzdem machen können. Ja, aber ich habe ja nicht gedacht, dass sie mich so bescheißen. Und da haben auch noch Teile gefehlt. Da hat einmal der... Hier der Haltegriff hier hinten, da wo sich die Sozius, der Sozius-Haltegriff, der hat einfach mal so gefehlt, ich komme da an, merkt es aber nicht und zu Hause meine Ex, die meint so, naja, guck mal, da fehlt ja irgendwas. Fahr mal rechts drüber. Rechts. Ach, ich? Ja. Na, jedenfalls hat der Haltegriff gefehlt und sie sagt so, naja, guck mal, da fehlt der Haltegriff. Und ich kriege so und denke so, scheiße, hat sie ja recht. Also fahre ich wieder hin und die meinen zu mir, naja, der war da vorher nicht dran. Ich so, doch, der war da vorher dran. Ich weiß doch wohl, was an meinem Moped dran ist. Nee, der war vorher nicht dran. Sowas fehlt ja prinzipiell. Ich rufe dann meinen Alten an und dann hat es keine 2 Stunden gedauert und dann habe ich den Haltegriff zu Hause gehabt. Dein Papa hat kurz Stress gemacht, ja. Ja. Na, er war ja ein Kumpel von ihm und wenn er sagt, ja, ich mach dir von deinem Sohn das Motorrad richtig in Ordnung, dann... Das ist halt kacke, wenn es dann irgendwelche Teile irgendwie fehlen oder so. Ja, wenn die Hälfte von der Karre ja. Wer weiß, was da noch fehlt. Hattest du nicht dran. Wie bitte? Verkleidung, nö, hattest du nicht dran. Du bist hier ohne gekommen. Ein Motor war ja nicht dabei. Nee. Motor hast du nicht gebracht, warum? So, sieht so aus. Ja, jedenfalls, wer weiß, was da noch für Teile fehlen. Dann haben die da irgendeine rote Paste, die sollten ja meine Vergaser sauber machen. Das hat danach auch super wieder, also das hat danach wieder, ich kann heute kein Deutsch mehr quatschen. Die Kiste ist danach richtig geil wieder gelaufen. Aber wenn du jetzt hier mal reinguckst in meine Öffnung, das hört sich jetzt ein bisschen falsch an, ich weiß. Zeig guck mal hier, Öffnung? Hier ist die Öffnung und da siehst du diese rote Paste bei den Vergasern drin. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die haben irgendwas da reingejaucht oder so. Ich glaube, das ist sowas wie Schraubenkleber. Nein, es ist so eine Dichtungsmasse. Ja. So eine rote. Die macht aber eigentlich Sinn. Nee, die macht da eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nee, da vielleicht nicht, aber allgemein macht sie schon Sinn. Die macht generell Sinn, aber halt nicht beim Vergaser eigentlich. Mann, machst du einen Krach hier. Den Polen hier mal kurz verschrecken. Der weiß schon gar nicht wohin. So, ach oh, ach ja. Ich muss ja mal ganz kurz überlegen, wo wir hinwollen. Wo wollen wir hin? Wir wollen zur Brücke! Ja, dann sind wir auf der Spur hier aber so ein bisschen falsch.
In welche Spur müssen wir denn? Auf die nächste. So, mach mal Platz hier für mich, da. Ja, hier ist doch Platz, Mensch. Hier ist doch ganz viel Platz. Eigentlich müssen wir noch eine rüber, wa? Nee, das geht. Das reicht. Okay, na, du kennst dich ja besser hier in Spandau aus. Hier habe ich immer die Saiten für meine Gitarre gekauft übrigens. Du blinkst immer noch. Hier in dem Musicladen da? Ja. Ich war da noch nie drin, glaube ich. Nee? Nee. Du blinkst immer noch. Ich blinke? Wieso blinke ich denn noch so? Die fahren heute alle schon wieder wie die Henker. Ja, manchmal ist das so. Oh, der hier ist aber auch voll cool. Er hat auf jeden Fall das richtige Auto unterm Arsch. Ja, Audi geht schon. Freunde. Die Enduro-Freunde. Meinst du, der gehört zu Curly oder wie der heißt? Querly? Curly? Querly? Mr. Querly persönlich? Querly kenne ich nicht persönlich. Ich habe eigentlich mal mit ihm geschrieben. Mr. Querly persönlich fährt hinter uns. Hat er bestimmt vor, das ist bestimmt schon 3-4 Jahre her. Ich höre jetzt fast gar nichts mehr wegen der Musik hier von dem Typen. Ja, vor 3-4 Jahren habe ich mit ihm mal geschrieben, wie er so seine Sachen macht. Ist eigentlich ganz interessant, was er macht. Ja, glaube ich. Der hat auf jeden Fall alles richtig gemacht, kann man sagen. Der definitiv, ja. Er macht ja auch ganz... Ja, oha, er fährt einfach. Er kann hier gar keinen Kreisverkehr fahren, der Idiot. Also ich gucke mir jetzt seine Videos nicht an oder so und finde den Typen eigentlich, naja... Naja. Ist jetzt nicht das so... Das hat mich gerade 10.000 deiner Fans gekostet. Ist jetzt nicht so mein Stil, ich meine... Manch einer findet das geil, was er macht, aber ist ja eben seine Sache. Ist ja auch egal, was ich von ihm halte, aber eins muss ich sagen, so Respekt habe ich vor ihm, was er so geschaffen hat. Ja, das auf jeden Fall, nö, aber ich gucke seine Videos eigentlich auch ganz, also jetzt nicht jede Woche, nicht jedes Mal, wenn er was Neues rausbringt, aber wenn ich es mitkriege wirklich und ich meine, man kommt ja quasi fast nicht dran vorbei an seinen Videos, weil er die ja schon 3 Tage vorher ankündigt und mit Countdown und alles. Oh mein Gott! Ich hab's geahnt, dass er sowas macht. Nee, so mit seinen Grenzgänger-Sachen, allein die Idee, so die Grenzgänger-Idee, Mann. Alleine die Idee war schon ziemlich geil von ihm. So mit den ganzen Hoodies und so, was der für ein Schweinegeld verdient. Ich meine, ich weiß, wie viel er verdient. Das würden andere Leute wahrscheinlich gar nicht mal glauben, wie viel der verdient. Bist du noch da? Hallo? Ich höre dich nicht mehr. Hallo? 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 Jetzt bist du wieder da. Ja, jetzt. Ja, keine Ahnung. Interferenzen? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Interferenzen? Jetzt, ja, sie winken. Aber der BMW-Fahrer wieder nicht mehr auf seiner scheiß 1200er GS. Aber die BMW-Fahrer kaufen mit ihrer Karre im Kaufvertrag steht, sie müssen nicht grüßen. Von daher... Ja, stimmt. Alles cool. Ja, die fallen ja sonst auseinander, wenn sie da die Hände von Lenker... Wenn sie den Lenker vorne nicht verstanden. Ja. Nein, natürlich nicht. Es gibt auch coole Motorräder von BMW. Ja, nee, wo waren wir stehen geblieben? Richtig. Dass mir das Ohr blutet wegen dem Enduro-Fahrer gerade. Ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast.